Das stellt mich jetzt vor die Frage, wo machen wir weiter? Ja, mal gucken, ob uns der Double Jump da drüben irgendwas hilft. Ups. Was? Das ist der richtige Weg. Ah, Kitty Cat. So, kommen wir mit Double Jump hier irgendwo weiter. Ja, sehr schön. Allerdings auch nur begrenzt. Ist wieder so eine komische Plattform. Da ist auch nochmal so ein Ding. Okay, da brauchen wir also nochmal einen anderen Skill für. Hier drüben sind wir einfach nur sehr peinlich runtergefallen. Allerdings können wir dann gucken, ob wir hier irgendwie weiterkommen, aber ich glaube, da war nichts, wo ich hochspringen könnte. Hier hinten gäbe es eine Truhe. Gucken wir doch da mal nach. Hello, Mr. Kitty Cat. Oh, das halt nur davon. Okay, dieses riesige Schwert, wenn auch sehr langsam, macht so viel Schaden, dass es sich tatsächlich lohnt, es zu benutzen. Au. Den hatten wir noch nicht. Ist das jetzt versteinern, vermute ich mal? Yep, Versteinerungsstrahl. Ist eine Richtungsscherbe. Okay. Was ist denn jetzt los mit mir? Okay, das sieht nicht so aus, als ob mir mein Double Jump hier irgendwo weiterhelfen würde. Ja, fast. Aber halt zu knapp. hier auch nicht besser. Okay, da oben ist irgendwo eine Truhe. Da kommen wir dann höchstwahrscheinlich nicht von der Seite aus ran. Dann ist da drüben noch mal was, wo wir gucken könnten. Ach, in dem Bossraum war er doch, genau. Naja, wenn ich schon mal hier bin, kann ich uns kurz hinsetzen und Leben auffüllen. Wert? Ah, da ist er. So, das ist hier der Bossraum. Jetzt kann ich hier oben lang, sehr schön. Hübsch. Kreuzfahrerrüstung. Und auch. Vertrauter silberner Ritter. Beschwöre einen silbernen Ritter, der dir hilft. Ist es etwa. Es ist. Okay. Dann kann ich das Schwert ja doch wieder als Waffe ausrüsten. So cool wie das Flammenberg ist, mag ich doch die Angriffsgeschwindigkeit mehr. Okay, jetzt haben wir so einen Dude, der mit uns rumfliegt. Cool. Ja, und die Rüstung können wir uns ja mal angucken. Oh ja, die ist sehr viel besser. Na, das hat sich doch gelohnt. So, da muss ich mir jetzt allerdings überlegen, wo geht's weiter.
Impfverstärkung wurde gerade verbessert. Da will ich doch jetzt direkt mal gucken. Ja, jetzt sind es zwei. Okay, sehr schön. Gut, im Grund kann man den Double Jump ausstellen. Ich gerade hier sehen. Warum sollte man das machen wollen? Ach, er quatscht ja auch mit mir. So, dann überlegen wir uns jetzt mal, wo es weitergeht. Wir haben immer noch den Turm hinten. Also hier hinten können wir noch weiter. Und hier sind auch noch zwei Räume, die wir nicht erkundet haben. Machen wir erstmal das, würde ich vorschlagen. Da brauchen wir den Rostschlüssel für. Also hier hin. Na, es wird ja langsam. Achso, hier kommen wir nicht durch. Hier kommen wir auch nicht durch. Da war nicht der Hinweis irgendwie, wir sollen hier kleine Viecher jagen. Ich vermute mal, das sind diese Affen. Okay. Hier kommt man so nicht weiter. Oh, oh Gott, viel Schaden. Au. Welche Peitsche. Okay, da kommen wir so lang nicht zurück. Das heißt, wir müssten dafür komplett wieder außen rum. Sehr bescheuert. Hier ist wahrscheinlich was, wo wir einen Skill für brauchen und dann können wir hier oben lang. Das heißt, wir porten uns hier unten hin und gehen unten lang und dann in den Zwillingsdrachenturm wieder rein und gucken uns da weiter um. Na, was muss er jetzt laden? Hätte er das nicht laden können, während wir geportet sind? Faules Spiel. Und hier brauchen wir auch mal irgendwas. Von denen, meine ich. Irgendwie ein Flügel oder sowas war das, was ich brauchte. Ich weiß aber nicht mehr wofür. Ups. Ingwer, Mensch. Ach, ein Jips. Ach, hier gibt's auch noch Truhen, oh Mann, die wir jetzt unter Umständen besser rankommen. Das sind die ekelhaften Viecher. Mondgürtel. Was macht der denn? Mehr Rüstung. Der den Sprung zurück verbessert. Ah, das sieht weiter aus als vorher. Aber das benutze ich so selten. aber ich will die Maske nicht mehr aufhaben. So albern wie es ist, weil das sind wirklich verdammt viele Stat-Verbesserungen. Was haben wir denn hier? Können wir die Brille aufsetzen. So. Auch irgendwie ein bisschen bescheuert aus. Aber hey, passt ein bisschen besser zu mir. So, kommen wir da irgendwie hoch. Hier hoch.
Da wäre eine fette grüne Truhe. Wieso wird denn da eine Truhe angezeigt? Hat es die etwa wieder aufgefüllt? Also irgendwie kommt mir das gerade rangezoomt vor. Ich weiß nicht wieso. Irgendwas gemacht. Spiel rangezoomt ist. Ach, das wird die Brille sein. Rufe einen affenähnlichen Dämon und lasse ihn auf die Feinde los. Ist das etwa echt die Brille? Ja, okay. Ich benutze jetzt eigentlich immer eher das Schießen mit dem Pfeilen statt den Kopf legen. Wir nehmen mal den Affen mit und gucken, wie der sich so anstellt und lassen den hier direkt mal los. Das ging auf jeden Fall deutlich besser als die, die wir vorher hatten. Ach ja, den Brunnen hier gibt es ja auch noch. Na, ich will erst zum Turm. Keins von beiden rennt uns weg und irgendwie habe ich immer noch keine Lust, unter Wasser oder irgendwie zu tief unterirdisch rumzurennen. Andererseits, ich habe eine Minimap. Laufen kann ich mich ja zum Glück nicht. Anders als bei Salt and Sanctuary. Sanctuary. Wo ich mich permanent verlaufe. Warte mal. Das ist hier unten. Wir sind von hier nie durch. Ja, wegen den Bullen. Ich erinnere mich, der hat mich abgeschreckt vorhin. Dann gucken wir halt hier unten lang. Ladebildschirm. Neues Gebiet. Es ist... die Brücke des Bösen. Das ist ein Koffer auf der Bank. Hello. Ja, tut mir ja fast leid, dass ich hier einfach renne und alle umhaue. Oh shit, die Kette ist länger als ich dachte. Oh. Okay. Oh mein Gott. Oh nein. Was kriegen wir von ihr? Verwandle dich in einen Lilly. Nicht eine. Lilly-Ohren, Lilly-Schwanz. Beides haben wir gebraucht für irgendwas. Hello. Okay. Das ist ja interessant. Okay, ist ganz witzig, aber ich hab lieber meinen Standardangriff. Oh, sie läuft automatisch. Sieht so aus, als würde eine Maschine diese Tür versperren. Vielleicht brauchst du etwas, um sie zu öffnen. Mute mal, ich brauche eine Fahrkarte. Okay, da kommen wir also nicht weiter. Können wir... okay, die Sachen waren wirklich nur... wirklich nur Crafting-Materialien. Okay. Dem Hund traue ich nicht mehr. Den hat er gerade geschmissen. Au. Holy shit. Au. Also wenn der Dude da irgendwie... go, Äffchen. Toll. Das hat sich ja richtig gelohnt. Okay, der komische Ritter blockt... ach, man kann die hier farmen. Blockt also
gegnerische Angriffe ab. Holy shit, ich bin fast tot. Das ist ja brutalst. Okay, ich muss es bloß einmal hier rüber schaffen. Den Weg, ich will mich nur hinsetzen. Okay. Wir speichern das mal. Speichervorgang abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt jetzt wieder hoch hier. Da so lang. Okay. Warte mal, von denen wollte ich doch auch irgendein Material haben. Den Elixier. Nee. Ich glaube zumindest, dass das von denen war, materialtechnisch. Also die Musik hier finde ich auch nicht schlecht. Bin ja großer Fan von Violine und so Streichinstrumenten generell. Unter anderem halt auch Cello. Jetzt kann ich natürlich so ein Typ sein, der sagt, oh, kann ich euch empfehlen hier, voll cool. Kennt ihr vielleicht noch ja nicht. Jetzt fällt mir gerade der Name selber nicht ein, weil ich ein Idiot bin. Apokalyptiker. Aber ja, in dem Zusammenhang, in Sachen Cello, würde ich euch eher empfehlen, mal von OC Remix 7 Songs for 7 Saga anzuhören. Unglaublich gute... Nicht Remix, wie nennt man denn das? Cover. Von einem alten, ich glaube, Nintendo-Spiel. Wo halt eine einzige Person vier Cello-Spuren selber spielt und das dann zusammengeschnitten hat und das hört sich richtig, richtig gut an. Okay, jetzt kommen wir hier hoch. Das ist doch schon mal was. Wo geht's dann hier lang? Was? Ein Hyperventilator? Oh, 40 Rüstung. Okay. So, hier gehen wir, glaube ich, erstmal nicht weiter. Da kommen wir so nicht ran. Ich vermute mal, es wird noch ein Walljump oder so geben. Was ist das denn? Au. Okay, der hat nicht so geworfen, wie ich das erwartet hatte von ihm. Was auch immer das für Dinger sind, die sind ja nervig. Da war das Spiel gerade aber nett zu mir und hat mich nochmal in die richtige Richtung geglitscht. Okay, jetzt sind wir hier. Aber jetzt hätte ich natürlich trotzdem gerne erstmal... halt mal. Verdammter Mist. Komm ich so gar nicht ran. Und dann gucken wir doch mal, ob das Spiel nochmal nett ist. Ja. Okay, da unten ist irgendein Krötenmonster. Hey, vergiftet, cool. Ich weiß nicht, ob das wieder weggeht. Ich bin hier gerade nicht irgendwie in einer Notsituation. Ich werde mal gucken, ob das von alleine wieder weggeht, die Gift. Das sieht aber fast nicht so aus. Okay, wir nehmen wir vielleicht doch mal ein Gegengift. Elixier. Diese Medizin stellt viel Gesundheit wieder her, kann nur von Karabosse benutzt werden. Ja.
Okay. Und die Erde ist hin, da ist nichts. Was schmatzt denn hier so ekelhaft? Ah, okay, die beiden. So geht's natürlich auch. So, da oben ist eine Truhe. Da ist auch eine Truhe und an keine davon komme ich ran. Okay. Aber wir können hier hoch. Mit dem Double Jump. Au! Was hab ich denn da gerade verletzt? Hab ich wahrscheinlich zwischen den. Zwischen den. Ah, der Frosch lebt ja noch. Zwischen den Zahnrädern eingeklemmt. Und ich bin wieder vergiftet. Okay, die Frösche sind nicht ungefährlich. Naja. Ich glaube, da kümmern wir uns dann mal lieber mit. Fernkampfangriffen drum. Ich habe wieder das Gefühl, dass das Vieh auch Giftschaden macht irgendwie. Also irgendwie ist der Ritter keine besonders große Hilfe, muss ich sagen. Naja, die droppen allerdings Gegengift. Dem bin ich natürlich nicht abgeneigt. So. Und groteske Schalen. Okay, wir haben eine Truhe vergessen. Machen wir uns mal da schnell rum, die zu holen. Die geht hier ganz schön weit hoch, muss ich sagen. Wo haben wir die Truhe vergessen? Muss wahrscheinlich hier hoch irgendwie. Ja, von hier aus. Ui. Okay. Ach, da ist er. Sehr schön. Ein Smaragd. Ich habe allerdings das Gefühl, dass hier oben nicht unbedingt ein Speicherpunkt auf mich wartet. Andererseits wäre das schon irgendwo fies. Erst gucken wir mal ein bisschen höher, bitte. Danke. So, dann jetzt hier hoch. Ich glaube, ich will erstmal in die Richtung hier drüben. Ja, okay. Süßigkeit, ja. Gute mal Rezept soll es sein dann. MP, sehr gut. Ob das hier der richtige Weg ist, wage ich ein wenig zu bezweifeln. Aber da gibt es eine Kiste. Und rüber. Sehr schön. Barons Tadel. Sah so nach Waffe aus. Karnots Tadel sogar. Das ist ein Großschwert. Und wir haben eine Partisane bekommen. Wann haben wir denn das gekriegt? Eine 40 Damage. Man kann den Angriff aufladen.
Nee, finde ich doof. Na okay, mit so einem Ding könnte ich mich schon eher anfreunden. Da ist die Reichweite ziemlich gut. Bevor ich mir das so angucke, so viel besser als vom Schwert ist die jetzt auch nicht. Klapper, klapper. Ach nee. Ach, das ist mein Geist. Okay, die Dinger mag ich gar nicht. Ey, warte. Das ist... ein Dullhammer. Ach, das sind die Köpfe von den Typen. Ich beschwöre so einen Kopf, um dir zu helfen. Na ja, warum nicht? Ist neu, können wir mal ausprobieren. Oh, ist das ein ätzender Raum. Du musst erstmal sterben hier oben. Ich wollte schon sagen, das war mir ein bisschen zu verdächtig. Der hat ein Schild. Oh Gott, der hat einen Rasenmäher an seinem Schild dran. Okay, brauche aber irgendwie eine halbe Stunde, um sich umzudrehen. Der Speer macht einfach nicht genug Damage. Na, das macht andere Dinge. Ich hab ihm den Frosch auf den Hacken geworfen. So. Kiste, und da geht's weiter. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass da drüben wieder ein wichtiger Raum ist. Speicherpunkt oder irgendwie sowas. Na, das war ja ein super Sprung. Ach, die müssen wir so ja töten. Fünfmal. Ein Teleporter, das ist fast genauso wie ein Speicherpunkt, denn damit können wir hier hin und dann da speichern und mal gucken, ob wir irgendwie cooles neues Zeug bauen können. Und dann... was dann? Hier irgendwas fertig. Got any targets for me? Here's what I've turned up on the monster. Sie hat auf jeden Fall neue Sachen für mich. Help Dario, the chimney sweep, rest in peace. Kill those murderers dead. Ich mag sie immer noch. Here's what I've turned up. Help Pastor Trevor, rest in peace. Kill those murderers dead. Got any targets for me? Here's what I've turned up on the. Help my cousin's friend Martha. Rest in peace. Warum hat sie diesen Namen gesagt? Okay. Kartoffeln. Das war gerade mein Gedankengang. Kartoffeln. Schon fertig? Hey. Sehr gut. Ja, wir haben mehr Saatkorn und so Kram. Hier. Can you plant this? Sure, I'll get. Okay, wissen wir also, die Dinger finden wir im Schiff auch schon mal gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir nicht. Thomas, herstellen können irgendwie. Was brauchen wir denn dafür?
Ist hier irgendwie überhaupt nicht mit bei. Das ist ja irgendwie ungünstig. Nicht mit Käse. Okay, dann können wir das wohl leider nicht herstellen für die Dame. Wollen wir hier irgendwas von machen? Eigentlich nicht. Was war denn das? Das war doch... uns fehlt ein haltbarer Lumpen. Das irgendwie klingt nach einem Oxymoron. Und uns fehlen Feenflügel für den Barett. Okay, aber wir haben Sachen davon schon mal. Drei Löwenpelz. Einen Häschenschal können wir bauen. Oder den Schützenschal. Eigentlich können wir sogar beides bauen. Wir nehmen mal den Häschenschal. Und dann können wir jetzt die Fledermausflügel oben abgeben. Auch nicht schlecht. Schießpulver und Gold. Okay, mit Quecksilber und dunkler Materie macht man also Gold. Ist doch schon mal gut zu wissen. Wir brauchen 4 Heiltränke, um einen großen herzustellen. I'll go with this. There, all done. I'll go with this. Okay. There, all done. Dazu einfach sagen, okay, wir brauchen dann hier 4 von jedem Item, was man für einen Trank brauchen würde. Also hat man einen extra Schritt, den man machen muss, aber okay. Wollen wir irgendwas auseinandernehmen? Haben wir irgendeine Waffe doppelt? Kennen wir das Rezept schon? Ja, wir haben aber keine Froschaugen. Ich glaube aber, wenn ich die auseinandernehme, ich nehme mal eins auseinander. Ich meine, dann hat Dominique Trüm das auch im Angebot und ich denke, Gegengift kaufen zu können, ist keine so schlechte Idee. Außerdem können wir quasi gleich wieder bauen, neu machen. Andererseits können wir die Dinger auch farmen. Oh Gott, interessante Tiere. Ein Ring und ein Rubin für Flammenrüstung. Yes. Ich glaube, das ist keine so schlechte Idee, da jeweils einen von zu haben. I'll go with this. Einfach nur, falls er mal auf einem Boss treffen, der halt mit den Elementen um sich wirft. Und ich Probleme damit kriege. Okay, wir können einen rostigen Ring herstellen. Wir haben sogar schon einen. Okay, machen wir jetzt von diesen Elementarabwehrringen jeweils einen. I'll go with this. Ooh, I like it. I'll go with this. There, all done. So, dann haben wir die, für die wir sie mal brauchen sollten. So, Johannes, you and Dominique are old acquaintances. Yes. She's risked much to help us, despite her position in the church. For example, she arranged for the galleon that took us here. And she gave us use of one of her homes. That was where you first woke up. Why would she be so kind? I don't know, but she seems interested in alchemy. She even helped me develop the rite that stopped the crystal from overtaking you. As far as I'm concerned, she took us in after the guild's destruction when no one else would, and we owe her a huge debt. We do.
Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von dem Häschenschal. So, allerdings war es das für heute. Speicher noch schnell. Und kann dann schon mal alle auf YouTube verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ciao, ciao.